Da hat jemand eine Socke übers Rohr gezogen. Eine Socke? Hallihallo Freunde, heute kommt mal ein etwas anderes Video und zwar habe ich Besuch bekommen. Wir wollen heute ein bisschen was fleißig bauen und zwar, vielleicht kennt der ein oder anderen ihn, Mattis ist da vom Kanal Mattis OX und ja, wir wollen heute die ZV bei ihm einbauen, weil ich das ja schon gemacht habe und die Zweitbatterie ebenfalls. Eine Anleitung zu der ZV wird es bei mir jetzt geben und bei Mattis. Da könnt ihr dann alles zusammen bei ihm sehen. Also wünsche ich euch viel Spaß. Als allererstes bauen wir die ganzen Türpappen ab und die Pappen von der Schiebetür, die Pappe von der Hecktür, damit wir überhaupt an die ganze Geschichte rankommen. An die Zentralelektrik kommen wir von hier dran. Da müssen wir natürlich dran, um das Ganze anzuschließen. Sehr gut. Da hat jemand eine Socke übers Rohr gezogen. Eine Socke? Als allererstes fangen wir natürlich mit einem kleinen Funktionstest an. So, jetzt wollen wir den Kabelstrang nach rechts in die Beifahrertür bringen. Dafür müssen wir jetzt das ganze Panel hier mal einmal kurz rausnehmen, damit wir die Kabel vernünftig verlegen können. Das hier. Geil, das ist. So, jetzt wollen wir die zwei Leitungen Richtung Schiebetür bringen und das machen wir hier über diesen Fußeinstieg. Ich stelle deinen Fuß vor, glaub. Trinker. So, jetzt kommen wir zu dem Schiebetürkontakt und das überlasse ich mal Mattis. Haben wir alles eingefädelt soweit. Jetzt müssen wir mit einem verlängerten Kabel sozusagen noch nach ganz hinten, weil ein normales Auto ist natürlich nicht so lang und das Kabel ist nicht lang genug, um an den Kofferraum zu kommen. Jetzt nehmen wir das Verlängerungskabel und ziehen das dann hier komplett einmal oben durch. Jetzt das Kabel hier hinten komplett drin. Hier hinten durch das Rohr bin ich leider nicht durchgekommen. Das heißt, ich habe das da dran vorbeigeführt. Dann kann man hier jetzt mit dem Hilfsdraht wieder durch und dann bin ich auch in der Hecktür. Jetzt haben wir alle Leitungen verlegt und jetzt können wir eigentlich mit den Motoren beginnen. Eigentlich auch ein ganz einfaches Prinzip. Ihr habt hier den Stellmotor, der schiebt vor oder zurück oder hoch und runter, wie auch immer. Und hier habt ihr den ganz normalen Türpin und der bewegt sich ja auch immer nur hoch und runter, wenn ihr die Tür schließt. Und das wollen wir eben halt jetzt mit diesem Motor hinbekommen. Das heißt, der Motor sitzt nachher hier hinter, mit Schrauben befestigt und mit einer Stange, mit einer Hilfsstange, drücken wir dann diesen Türpin hoch oder runter. Hier habe ich jetzt das Beispielbild von meinem Bus und davon übernehme ich das dann. Jetzt lenke ich die Stange genau ab. Als nächstes gehen wir die Schiebetür an. Das ist im Prinzip das gleiche System. Und hier müssen wir nur sehen, wo wir den Stellmotor dann befestigen. So, und entschuldigt die Lichtverhältnisse, aber wir haben es halt schon ein bisschen später und beziehungsweise es wird früh dunkel. Wir haben uns jetzt mal hier so ein paar Softboxen hingestellt. Jetzt funktioniert das alles schon. Der Motor sitzt genau hier. Ich weiß nicht, ob ihr die Schrauben sehen könnt. Der sitzt halt dahinter. Und die Stange läuft hier hoch, ist hier verbunden mit den Verbindern der ZV, die mitgeliefert wurden. Und Mattis steuert jetzt einmal kurz und macht das mal auf. Und wieder zu. Ja, und es funktioniert. Bisschen Essen muss auch zwischendurch sein. Jetzt haben wir komplett einmal zwei Kabel nach hinten gelegt und diese zwei Kabel sind die für die vierte Tür sozusagen und die verbinden wir jetzt einfach miteinander. Die Masse, die hole ich mir direkt vom Gehäuse von einer Schraube hier. Von der So, jetzt kommen wir zur Heckklappe. Da müssen wir ein bisschen was modifizieren, weil das Schloss ist nicht dafür gedacht, dass da eine ZV verbaut wird. Aber das werde ich euch dann alles im Laufenden zeigen. Jetzt haben wir hier das Heckschloss und wie ihr seht, normalerweise wird das durch den Schlüssel gezogen. Und wir müssen jetzt sozusagen schaffen, dass das über den Motor gezogen wird. Ja, das sieht gut aus. Gekörnt. Gekörnt oder gekonnt? Gekonnt, gekörnt.
funktioniert. Ja, Freunde, jetzt ist der zweite Tag um. Mathis sitzt jetzt hier noch im Hintergrund, fährt gleich nach Hause. Ich wollte sagen, wenn euch das Video gefallen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben. Abonniert mich gerne, falls ihr es noch nicht getan habt. Mathis auch bitte. Schaut auf seinem Kanal vorbei, falls ihr ihn noch nicht kennt. Und ansonsten tut es mir leid, wenn es nicht so detailreich war wie sonst, aber es war halt unmöglich, hinter die Verkleidung zu gucken mit der Kamera oder ähnliches. Aber trotzdem hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Also haut rein.